Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Thermomix. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir machen heute ein leckeres Backrezept. Wir machen nämlich heute Kokos-Engelsaugen. Dazu benötigen wir Butter, Zucker, ein Ei, Zitronenschale, Mehl, Konfitüre, Kokosraspeln. Also legen wir direkt los und fange an, in den Mixtopf zu geben unsere Butter. Und dann packe ich unseren Zucker dazu. Wir müssen ein Ei trennen. So, mal gucken, ob ich auch wirklich aufgepasst habe. Ah, einmal hin und her. Ah, ich würde sagen, das sieht gut aus. Jetzt benötige ich das Eigelb. Das tue ich auch in den Mixtopf und da fällt die Schale mit rein. Das ist natürlich unglücklich, nichts passiert. Unsere Zitronenschale kommt da mit rein. Und dann schließen wir den Mixtopf. Unser Messbecher bleibt oben drauf. Jetzt werden wir das Ganze einmal rühren und zwar auf 4,5. Jetzt geben wir unser Mehl hinzu. 250 Gramm Mehl. Wieder den Mixtopf verschließen und nochmal rühren. Einmal mit dem Spatel umrühren. Ich kann es auch einmal zeigen, warum. Wir haben nämlich hier oben am Rand noch so ein bisschen Mehl. Und jetzt rühren wir da einmal mit dem Spatel durch. So, damit wir das auch gut vermengen. Und dann rühren wir das Ganze nochmal. Perfekt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das nehmen wir jetzt raus. Dann forme ich da eine Kugel draus, mache Frischhaltefolie drum und dann geht der eine Stunde in den Kühlschrank. Warum Frischhaltefolie und nicht einfach in eine Box? Ich könnte den theoretisch auch in eine Box legen, aber dadurch, dass wir ja auch Luft in der Box haben, kann es schon mal sein, dass der Teig dann von außen so ein bisschen ankrustet. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, weil wir wollen ja schöne Kekse nachher daraus machen. Deswegen machen wir einmal Frischhaltefolie drum und lassen den dann im Kühlschrank abkühlen. So, ich habe schon mal den Backofen vorgeheizt auf 180 Grad und mir auch schon mal zwei Backbleche parat gestellt. Da habe ich Backpapier drauf gepackt und meinen Teig habe ich auch hier. Der war jetzt eine Stunde im Kühlschrank und diese eine Stunde sollte ich dem Teig auch wirklich gönnen, damit er eben Struktur bekommt, nicht auseinanderfällt und ich jetzt auch schöne Kekse daraus formen kann. Und genau das machen wir jetzt. Dazu bemehle ich mir einmal ein bisschen die Arbeitsfläche. So, kann ruhig ordentlich sein. Soll ja nichts kleben bleiben. Dann packen wir unseren Teig aus. Und dann versuchen wir jetzt einfach, ja, wie so eine kleine Wurst zu formen, damit wir dann entsprechend auch uns kleine Kügelchen daraus formen können. So, jetzt habe ich hier wie so eine kleine Wurst, geht mit Sicherheit schöner, ist mir aber total egal, weil wir wollen ja kleine Kügelchen machen. Dazu nehme ich mir einmal hier unseren Rocky, der eignet sich nämlich perfekt dafür. Und dann mache ich mir hier immer so kleine Scheiben ab, so dass ich in etwa auf einen Durchmesser von 3 cm komme bei so einem Kügelchen. Also das rolle ich jetzt hier einfach so in meine Hand. Dann haben wir hier so ein schönes kleines Kügelchen. Und das machen wir jetzt einmal mit der kompletten Rolle und formen uns jetzt so viele Kügelchen wie möglich. Ich glaube, so in etwa 30 Stück sollen das werden. So, ich habe meine Teigkugeln jetzt fertig. Jetzt gehen wir gleich im nächsten Schritt weiter. Ich räume hier einmal ganz kurz auf und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt meine Kokosraspeln schon eingewogen. Wir haben den Teig geformt in kleine Kügelchen. Und jetzt nehme ich mir die einzelnen Kügelchen, wälze die einmal hier in unserem Eiweiß, was übergeblieben ist, dann in die Kokosraspeln und verteile die schön auf meinem Backblech. Meine Kugeln sind fertig. Jetzt gehen wir einmal einen Schritt weiter. Jetzt brauchen wir einen Kochlöffel, weil mit dem Kochlöffel werden wir jetzt so kleine Mulden hier in unsere Kugeln machen. Nicht bis ganz nach unten, weil wir wollen ja nicht, dass die Konfitüre nachher nach unten durchläuft. Und dann, ja, machen wir einmal so ein kleines Loch da rein, also so ein bisschen hin und her bewegen. Und das machen wir jetzt mit all unseren Keksen und dann füllen wir gleich unsere Konfitüre da rein.
So, die Mulden sind drin. Jetzt nehmen wir unsere Kirschkonfitüre. Das steht auch hier im nächsten Schritt. Ich habe jetzt hier so eine Tülle. Damit geht es natürlich besonders einfach. Aber ihr könnt auch einfach so einen Gefrierbeutel nehmen. Da schneidet ihr unten die Ecke ab und dann habt ihr quasi auch sowas wie eine Tülle. Und dann könnt ihr jetzt diese Mulden mit der Konfitüre befüllen. Achtet vielleicht darauf, dass ihr die nicht komplett voll macht, weil die Kekse gehen natürlich noch ein bisschen auf. Nicht, dass euch die Konfitüre nachher oben rausquillt. So, die Konfitüre ist drin. Gehen wir weiter im Rezept. Die gehen jetzt für 15 bis 20 Minuten in den Backofen und dann sind die auch schon fertig. So, wollen wir mal schauen. Unsere Kekse waren jetzt 20 Minuten im Backofen. Dann holen wir die doch mal raus. Ah, es duftet schon fantastisch. Und ich würde sagen, die sehen doch auch ganz gut aus, oder? Unsere Engelsaugen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit und ihr wisst, wie immer, wenn irgendwas ist, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin raus, vielen Dank, ciao, ciao.